Bitte nicht umbringen mich, okay, bitte. Bitte nicht, bitte nicht, bitte mich nicht umbringen, bitte. Ein Land. Jetzt bin ich Imposter in meiner Aufnahme. Das ist saugeil. Aber dass ich dann auch mit Seth, sag ich mal, da zusammen bin, das ist nicht so geil. Das ist überhaupt nicht geil. Ah, komm, erstmal hier ein bisschen für Verwirrung sorgen. Okay, das Wichtigste ist, dass wir Vlesk zuerst bringen, weil Vlesk ist der einzig gute Spieler. Das stimmt nicht, die sind alle sehr gut leider hier. Ah, wenn ich jetzt Sterzig töte, das wäre wieder zu easy, das wird man direkt wieder checken. Bitte nicht während den Runden sprechen. Vlesk wird mich gesehen haben in den Camps. Vlesk. Nicht der Sinn! Oh nein! Irgendwer bringt hier Leute um, hab ich gehört. Es ist wieder ein Mörder unter uns. Das ist ein Fall für die Polizei. Gut, dass wir alle Polizisten sind. Freiwillige vor! Der Chef soll reden, Henno, sag's. Jo. Der ist jetzt auf Streife. Ehrliche Antworten nur. Ehrliche Antworten. Wählt? Feilt? Nee. Wo liegt Henno? Henno, Sterzig. Sterzig liegt in Admin. Das kann nicht sein. Doch. Er war auf Streifen Lower. In Admin? Nee, ich hab's tatsächlich auch gesehen. Gnu würde ich ausschließen. Okay, dann hat er sich meinen Befehlen widersetzt. Vlesk und Seth würde ich auch ausschließen. Weil die den Upper O2 gesaved haben. Das war ganz schön knapp, ne? Ich hab Ammo gesehen, oben mega gesaved. Aber ich bin doch auch früher als du da rausgegangen. Ich glaube, es ist Revi. Gustav ist gewendet. Macht keinen Sinn, weil ich nämlich trapped gewesen bin tatsächlich, weil die Türen die ganze Zeit zugehen. Sonst wäre ich bei ihm in der Nähe gewesen. Selbst dafür bist du zu dumm, oder was? Was? Soll ich durch die Tür durchlaufen? Ich wollte gerade sagen, es ist ein richtiger Papo-Move. Ich bin kein Schweizer. Ja. Das mache ich nur, wenn mich wer rausholt. Wenn er tot ist. Dann warten wir dich jetzt raus. So, dann warten wir dich jetzt raus und dann kannst du Türen auf und zu machen. Sehen wir ja, ob es aufhört. Sehen. Hast du das wirklich gewotet, Tamina? Nein, ich habe geskippt. Ja, ich wollte schon sagen. Ich vote nicht auf 9. Meistens. Wir voten nicht auf 9. Also skip oder was? Baby, was votest du? Ich habe auch skip. Okay, skip. Natürlich skippen wir. Und Heino war, glaube ich, die ganze Zeit auf irgendeinem Vent. Warum? Mhm. Wer war's? So, das ist der Proof. Ich hab den Vent inspiziert. Hallo, hey, hi. Sorry, dass ich hier gerade das Video unterbreche. Wenn ihr das gerade am gleichen Tag seht, wo das Video rausgekommen ist, dann Daumen hoch, ne? Und Stream läuft gerade. Falls ihr Bock auf Craft Attack habt, ja, kommt rein und streamt es an. Okay, Vlesk hält die ganze Zeit den Mund, weil Vlesk mich in Camps gesehen hat. Das ist sehr, sehr nett von ihm. Aber ich bin mir fast schon sicher, dass, ja, oder er ist einfach nur AFK. Vlesk unbedingt umbringen und hoffe jetzt einfach mal, dass er hier irgendwo ist. Okay.
Ich muss wirklich... Also Vless ist die einzige Person, die ich umbringen kann. Und muss. Es geht nicht anders. Ich hoffe nur, dass in der Zeit, wo ich hier gerade Scheiße baue, Seth die ganze Zeit irgendwelche Kills macht. Weil er hätte die Möglichkeit dafür. Er hätte wirklich die Möglichkeit dafür. Ich weiß halt nicht, wo der ist. Wow! Es Max, sind den habe ich doch eben noch gesehen. Personen gestorben. Gustav, wie ist denn das so? Ja, ich habe auch Henno gesehen und dann habe ich da Tamina reinrennen sehen. Oh! Als ich hinter mir bin. Ist doch die Tür zugegangen. Ich bin gerade ins Deutsch. Wie ist denn das eigentlich so, wenn man Leute umbringt? Ehekrieg? Nee. Ist es hier, Nee, warte. Ich will nur mal kurz die Verteidigung hören. Von wem jetzt? Von wem? Von Tamina? Von Gustav. Hä? Wen beschuldigen wir? Ich will mitreiten. Wen beschuldigen wir? Geil. Ne, ich war gerade hier Müll wegschmeißen. Achso. Mach mal das Geräusch nach. Wie ist das, dann, der Sound? Was dann passiert? Falsch. Dann war die Meldung. Okay, wir haben zwei Tote. Wir haben zwei dann Tote. Dann war die Meldung ganz auf einmal. Und dazwischen drin? Dazwischen waren die Türen zu. Da in Storage, wo ich drin war. Da war aber niemand zum Glück mit mir. Okay. Ich komme da wieder versucht, mit mir reinzukommen. Wer liegt denn wer wo? War dann mit Max? Irgendjemand war mit Max zu reden gerade noch. Wo die Leichen jetzt genau sind. Also wenn Max nicht in Admin liegt, dann weiß ich nicht mehr. Max in Admin? Ganz unten rechts. Und Gustav war der Einzige, also der Shield. Da war. Bei Shield oder wo? Ja. Da liegt Max. Also? Ich war in Storage. Hä? Das kommt das denn zeitlich hin? Sieh, dass du nicht gerade Papo reportet hast? Weil ich war mir gerade so sicher, dass Max gerade vor mir noch in Electrical war oder halt in dem Gang vor Electrical, bevor die Tür zugegangen ist. Sicher, dass du nicht Papo reportet hast? Weil sonst bin ich gerade komplett neben der Spur. Nee, ich hab glaube ich nicht Papo? Henno reportet. Ich hab nicht Henno reportet. Dann hast du Papo reportet. Okay, und du hast aber für Papos hast du Gustav. Ja. Und aus welchem Grund? Das weil klärt. Der Einzige, der da war. Okay. Ich war nie rechts. Ich war in Storage und davor in Admin. Unten? Also das kann ich bestätigen. Ich habe ihn auch in Admin gesehen und dann ist die Tür in Cafeteria zugegangen. Ich weiß nicht mehr. Aber könnte... Nee, meiner Meinung nach war es Welt oder Gustav? Ja, grün, 100%. Sorry, ja, voten wir oder nicht? Ja, würde ich jetzt an deiner Stelle auch sagen, Seth, ey. Skippt ihr oder voten wir? Also ich würde es immer noch skippen, erst ab 6 würde ich flippen. Ja. Ich vote für Seth. Das war zu aggressiv, was er gemacht hat. Warum sagt Vless die ganze Zeit nichts? Hallo? Hallo. Das Ding ist halt, also... So ein bisschen Sorgen mache ich mir halt schon. Weil ich halt unbedingt Dings umbringen muss. Ich muss halt wirklich unbedingt den Bruder da killen. Den, sag's schnell. Komm. Wie heißt er denn? Ich muss unbedingt Welt töten. Ach, Vless. What the fuck? Es geht nicht anders. Das ist das Problem. Wenn ich bin die ganze Zeit, ich stehe die ganze Zeit am Schlauch. Ihr merkt das auch, das ist auch hier ungeschnitten. Ich bin die ganze Zeit hyper lost, weil ich ihn töten muss. Ich muss ihn umbringen. Das ist die einzige Möglichkeit. Also ich glaube, er weiß es sowieso schon und hält sich netterweise geschlossen, was ich ziemlich korrekt finde, weil ich eben übergefettfingert habe.
Aber keine Ahnung, Alter. Ja, das wäre doch auf... Ist das jetzt auf Camps gewesen? Ich weiß es nicht. Lieber mal hier zumachen. Maybe ist der in Camps drinne. Vielleicht habe ich noch... Ey, Jungs, die Kameras an. Was denn denn? Kameras an, meine Leute. Ja. Wenn ihr Double Kills macht, wer die Kamera an ist. Mach Double Kills. Wen meinst du? Gustav. Informationen. Sag Namen. Oh, was waren das denn für Farben gerade? Ich will Name-Dropping hören. Ich habe, weißt du nicht, er hat ein Polizei-Overall und eine Polizeimütze getragen. Dann ist es der Gustav. Das ist ja krass. Da muss es Gustav gewesen sein. Also ich bin immer noch für Gustav. Ja, ja. Ich chill hier so die ganze Runde Kamera, denk mir nichts und dann tötet die einfach zwei Leute genau vor meinen Augen. Ja, wer? Ja, also Donner, du warst ja bei mir, ne? Ja, ich bin. Da bist du oben bei Matt Belang gelaufen. Also Gustav und Seth wahrscheinlich dann. Sicher. Es könnten Gustav und Seth sein. Kann auch Revi sein. Das wäre ja saudumm. Ich bin ja nicht so lost, ich hab, wenn ich Imposter bin. Im letzten Call schon Gustav erwischt. Ich bin ja nicht so dumm. Hey, was und denkst wenn du denn? Ich hab die Farben halt echt nicht gesehen. Wer war's denn? Ich jetzt. Du hast die... Ach so! Ja. Na toll. Also ich... Die einzige Vermutung, die ich habe, ist Seth, weil er so offensiv ist gegen mich. Ich call nach wie vor Gustav, weil das, was Seth eben gesagt hat, irgendwo ein bisschen... Ja, hallo! Soll ich... Wenn ich schweige, dann fliege ich selber raus. Was soll ich denn sagen? Was soll ich denn sagen, wenn ich das sehe, Alter? Also Seth war es auf jeden Fall. Seth war es auf jeden Fall. Seth ist so fucking dann voten wir ihn raus, den hab ich gesehen. Die zweite wenn du ihn Farbe, gesehen hast. Ja, Seth. Nee, Revi war auf der unteren Seite. Ich glaube nicht, dass Revi war. Also voten wir Seth. Ja. Okay. Okay, dann sterbt er alle. Dann sterbt. Dann sterbt er goodbye. Alle. Goodbye. Als ob Vlesk mich nicht gesehen hat. Als ob der mich nicht... Digga, der spielt hier gerade so in meine Karten. Das ist so lieb von dir, wirklich. Das ist so lieb von dir. Und ich muss den jetzt bringen. Ich muss den jetzt einfach bringen. Vlesk einfach... Es geht nicht anders. Der spielt mir hier so nett zu. Und das finde ich so unglaublich korrekt von ihm. Weil ich auch so schlecht hier gerade spiele. Es ist insane, wie kacke ich gerade bin. Aber holy shit. Das kann doch nicht sein, dass ich so kacke bin. Digga, so lost, Vlesk. Du hast mir zweimal so zugespielt, glaube ich. Oh ja. Am Anfang auch schon, oder? Digga, am Anfang hast du es auch schon mitbekommen, oder? Ja, natürlich. Digga, deshalb warst du doch gemutet. Ich habe die ganze Zeit nach einer Opportunity gesucht, dich zu bringen. Und es ist sehr lieb, dass du es so ausspielen lassen hast für mich. Wäre eine 3-Minuten-Runde gewesen. Digga, das ist der unverdienteste Imposter meines ganzen Lebens. Aber ich bin auch ehrlich, also ich bin nicht gewöhnt, dass jemand die ganze Zeit in Camps hängt. Ich habe auch eben nicht drauf geachtet, ich Idiot, Digga. Oh, wie lost. Der Double Kill. Ja, ich wollte auch gerade sagen, als du gesagt hast, dass die zweite Farbe nicht gesehen. Ich war so mit Gnu, wir waren so geister, wie so, wow. Ja, danke, ich dachte so, bitte. Ich habe aber ehrlich auch so vermutet. Der dritte Imposter gerade, aber... Ja, immer, ey, war lieb von dir, dankeschön. Ganz im Anfang, ne, ja. Ne? Sorry, Gustav, ich musste das machen. Nee, alles gut. Wer war das? Ich hab Papo unten erwischt und bin dann weitergerannt, hab gesehen, scheiße, da stehst du. Was war so geil. Irgendwas machen. Trotzdem so nice, hab Tamina nicht gecheckt, dass ich Henno einfach umgebracht habe und sie die Farbe vergessen hat. Dabei bei ja, das war, wir holen dann nochmal ein Dreier-Meeting, weißt du? Und dann ja. Können wir uns da nochmal entscheiden. Kann ich nochmal einen raushauen? Schon tot war. Nö, war das jetzt true? Hast du wirklich die Farben nicht gesehen? Na, ja, nein. Ich wusste vom Anfang an schon, dass es Revi war. Ja, es war saudumm, ich hab drauf geachtet. Ja, Grüße geht raus an dich. Die nächste Folge gibt es dann zu sehen bei Trommelwirbel? Seth. Genau, bei Seth. Macht's gut, Dankeschön fürs Mitspielen und mitspielen lassen. Kein Problem.
Mach's gut. Tschüss. Das war so schön mit dir, Remy.